Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banished. Und wer ist denn diese erotische Stimme dort? Ja, bin immer noch ich, keine Sorge, ist nicht Tom Hanks oder so. Der hat leider Urlaub, sonst hätte er mich gerne vertreten, aber müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Ich habe ein neues Mikro. Huhaha. Gut, ne? Wollte ich nur mal anmerken. Und zwar ein Tischmikro. Ich habe das, glaube ich, in der heutigen Formel 1 Folge erwähnt, dass ich mir ein Mikro kaufen wollte. Und schon ist es passiert. Magisch, nicht? Ist super, wa? Ja, toll, nicht? Was machen wir die Folge? Wie sieht's denn da so aus? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das mit dem Mikrofon jetzt so ganz passt. Ich habe da ein bisschen was versucht. Ich weiß aber nicht, wie es richtig genau rüberkommt. Vielleicht, wenn ich das so mache? Ist das okay? Ich weiß es nicht. Feuerholz ist natürlich. Das ist nicht so gut. Es ist immer schon mal grundsätzlich scheiße. Weil Feuerholz ist wichtig. Wissen wir ja. Und Holz generell. Beides sieht nicht so gut aus. Möchte ich anmerken. Das ist, es ist übrigens Frühling. Und ich habe die Farmer schon eingestellt, wie ich sehe. Ich war in der Vergangenheit sehr schlau und habe es getan. Ich muss mich gerade mal kurz ein bisschen richten hier. Das ist alles noch nicht so. Moment. So, schon besser. Ich muss hier irgendwie noch. Ich muss gucken, wie ich das jetzt noch richtig positioniere und so. Es ist leider nicht so groß, dass ich es direkt auf meinen Mund richten könnte. Ich hatte es jetzt auf dem Tellerglas stehen. Voll professionell und so. Muss mir noch was einfallen lassen, tatsächlich. Aber, das war... Oh, ach so. Das geht doch mit Tasten. Das ist gut. Ach so. Entschuldigung. Jetzt fange ich wieder an rumzuspielen. Ich hatte hier seriöse Aufnahmen hinzulegen. Waren sind Aufnahmen von mir seriös? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann mir das jemand beantworten. Ich wäre jede Antwort froh, die nicht mit nie, also die nicht nie lautet. Das wäre super. Ach, guck mal, wer da kommt. Hey, ist das vielleicht endlich mal unser Typ mit den Kälbern? Es wäre sehr schön, auf jeden Fall. Das würde mich freuen. Wie sieht's denn hier aus? Nicht so geil. Haben wir noch freie Arbeiter eigentlich? Nö. Also zwei Stück, aber... Ja. Oh. Die sind ein bisschen teurer, als ich dachte. Möchte ich feststellen. Damit sind wir schon mal bei 700. Da sind wir bei 3200. Das ist ein bisschen viel. Das reicht wieder nicht ganz. Ah. Wir haben aber nicht so viel Eisen, dass wir das jetzt weggeben können. Ne? Ist auch scheiße. Das ist jetzt doof, tatsächlich. Was mach ich denn? So passt's. Juhu! Ja, zwei reichen. Ciao Trio. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Kälbertyp. Ach, na endlich. Wir hatten uns irgendwas. Irgendwas wollten wir uns frei halten für Rinder. Ich mach grad mal den frei. Es gibt Hühnerfleisch, meine Freunde. Es gibt Hühnerfleisch. Vielleicht kommen jetzt auch meine Emotionen besser rüber. Ich weiß es nicht. Na los, komm. Ja, schlachte sie alle ab. Schlachte sie. Entschuldigung. Meine ich nicht so, aber ist egal. Ich muss es vielleicht doch nochmal so ein bisschen... Ich glaube, so ist besser. Ich glaube, so ist okay und ich sollte mich immer so hinbeugen. Ich glaube, das ist ungesund. Auch so für den Rücken und so. Wie sieht's denn aus? 21 sind's noch. Was ist denn hier? Ja, Feuerholz ist natürlich. Ich weiß. Es tut mir leid, aber ich weiß das doch.
Ich ist eigentlich. Ist egal. Probier später. 21 sind es immer noch. Da muss noch ein bisschen was weg, Freunde. Das wird so nix. Wir sollten eigentlich genug Schafe haben, ne? Schafe, ja. Also 25. Theoretisch 75. Zurzeit ist es ein bisschen mehr, das ist natürlich ganz gut. Ja, da müssen noch ein paar weg. Bringt ja nix. Okay, Häuser und so müssten wir eigentlich auch bauen, ne? Wenn ich ehrlich bin, ich mach mal hier, warte mal, ich mach die mal hier auf Pause. Und dann bauen wir den, oder? Ich denke, es ist eine Idee, ne? Bauen wir den. So, irgendwo eine Baustelle, ja, hier zum Beispiel. Und hier zum Beispiel. Noch irgendwo? Nö, das war's. Ach, hier. Entschuldigung, ciao. Gut. Ach, und hier unten. Ciao. Vergesst es, Freunde. Ihr werdet jetzt den Storage-Bahn bauen. Ob ihr das wollt oder nicht. Wohin bringen die jetzt schon? Ach so, jetzt liegen wir auf die ganzen unfertigen Baustellen, die Idioten. So. Ich glaube, es hackt. Ah, sehr gut. Funktioniert doch. Warum denn nicht gleich so? Was ist denn da. Was ist denn da los? Was ist da los? Wo ist Batman? Entschuldigung. Gerade an rumzuspielen. So, kurz schon getrunken. Moment. Jetzt muss ich hier irgendwelche akrobatischen Meisterleistungen erzielen. Weil ich sonst das Mikro mit runterreiße. Das will ja niemand. Also dieser dumpfe Aufschlag, wenn es auf Boden aufkommt, will glaube ich niemand. Dieses Trump. Muss ich sein. Okay, wir haben 8 Forester. Wir haben 3 Holzfäller, Woodcutter, Entschuldigung. Und das Feuerholz wird nicht unbedingt mehr. Aber 116 von 155 Loks liegen auch da unten, das ist ja nicht so geil. Wir brauchen mehr Feuerholz. Wir brauchen mehr Holz generell, wir brauchen mehr Eisen. Wir brauchen vielleicht auch mehr Klamotten. Oder generell Zeug dafür. Müssen da nicht irgendwo jetzt 6 Leder rumliegen, sag mal? Da. Dann so solle er sie sich rausholen und loslegen. Ah, sehr gut, er hat sie sich rausgeholt. Kartensalat. Warte mal, ich habe auch mal das Kopfhörer gewechselt bei der Gelegenheit. Weil, wie gesagt, das Headset hat echt langsam Geist aufgegeben. Jetzt fängt es auch dauernd an und nimmt die USB-Ports nicht mehr an, weil das ja über USB ging. Beziehungsweise es nimmt sie an und einfach irgendwann nicht mehr. Dann lockt es sich einfach aus, weißt du. Sagt immer so, nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Pam, tschüss. So, Ton weg, Mikro weg, scheiße, gerade eine Aufnahme. Hab deshalb schon eine Vollaufnahme von 1,5 Stunden oder waren es 2 Stunden weggeschmissen. Weil einfach das Mikro ausging. Einfach mal so. Weil es gerade Lust dazu hatte. Toll, ne? Echt super. Ja. Passiert, wa? Machst du nix. So, okay, die legen schon mal los, das ist super. Bist du leer? Ne, sind immer noch 4. Mensch, beeil dich doch. Wir haben ja 2 Rinnen, die warten. Menno, die müssen auch wohin. Die müssen doch auch einen Platz zum Leben haben. Ja. Wo ist ein. Ja, ist Eidling. Natürlich. Warum auch nicht? Ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so, dass da 2 Rinder darauf warten. Na, was soll's. Ist ja nicht so, dass 2 Rinder darauf warten, in irgendein Gehege geschickt zu werden. Aber macht nichts. Alles gut. Die soll sich bloß keinen Stress machen. Also. Ganz ruhig, ganz locker an die Sache rangehen, ist gar kein Problem. Es ist doch. Bitter ist es doch. So, guck mal, das Ding ist doch fast fertig und es fängt wieder an zu regnen. Natürlich. Alles immer regnet. Einfach immer.
darf nicht wahr sein. Okay. Wohnsiedlungstechnisch, wie sieht's da aus? Da können wir ausziehen. Da. Sonst bisher eher nicht so. Da kann bald jemand ausziehen, 18 Jahre alt. Da kann jemand ausziehen. Ansonsten eher 40 Jahre Unterschied, gar kein Problem. Ich glaube, das ist der Sohn von Sierrat, oder? Ich bin mir nicht sicher. Also ein paar können ausziehen, das heißt, wir brauchen doch... Achso, hier unten. Ich glaube, der kann dann ausziehen. Und der da. Also ein paar können ausziehen, wir bräuchten wieder ein paar neue Häuser. Storage-Bahn ist fertig, sehr gut. Das gefällt mir, wa? Da kommt auch mal ein bisschen was hin, dass die Leute hier auch mal ein bisschen was haben, wenn es da rüber rennen müssen. Ist ja auch doof. So auf Dauer, gerade so im Winter, ist schon scheiße, ne? Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich habe das Glück, dass ich einen Kühlschrank habe. Ja. Also der hat immer noch 0 Patienten. Hier sind immer noch keine Nomaden angekommen. Was das macht. 98% am Klamotten. Warum? Es sind 16 Klamotten da. Aber ist egal. 100% educated. Gesundheit, naja. Zufriedenheit. Geht so. 30 Kinder. Leck mich am Arsch. 126 Einwohner insgesamt. Krass. Da müssen wir bald schon eine Kirche bauen. Da sind nämlich pro Kirche, glaube ich, maximal 200 Kinder. Das ist nicht so gut. Die ist ja schon fast voll, ne? Ach guck mal, da kann auch noch jemand ausziehen. Aus dem Steinhaus. Aus dem schönen, schönen Steinhaus. Da würde ich nicht ausziehen. Ganz ehrlich nicht. Nicht in so eine Holzhütte. Aber ist egal. Ist hier jetzt. Ja. Was auch immer. Dann halt nicht. So. Zwei. Wo ist denn das zweite? Ach, da. Da. Okay. Außerhalb vom Zaun gar kein Problem. Versteht. Schon. Oh, unser Händler ist gestorben. Scheiße. Krass. Aber immerhin an Altersschwäche, also wegen hohem Alter. Das ist an sich gut. Nicht feststellen. Ne, so im Prinzip ist das schon nicht schlecht, wenn er an hohem Alter stirbt. Lieber an hohem Alter als an einer Krankheit oder so. So, jetzt ist nur noch eins. Wo ist die? Ja, Entschuldigung. Ist working. Sehe ich. Ach komm, der geht auf deine scheiß Ressourcen an, ganz ehrlich. Bring das blöde Huhn um. Entschuldigung. Identity Farmer ist leider full age. Okay. Wir sind immer noch bei 124. Also es sind tatsächlich zwei gestorben und zwei wurden jetzt auch abgezogen. Also, ne, sind keine neuen Geburten soweit verplant gewesen. Finde ich gut, und dass die jetzt anfangen mit Ernten, finde ich auch gut. Die noch nicht, aber der Rest so. Ja, die auch noch nicht ganz. Die müssen anfangen, also alles gießen. 9000 Essen haben wir noch. Da wird hoffentlich noch ein bisschen was dazukommen. Das heißt, die müssen jetzt theoretisch den und den Korn speichern. Den wahrscheinlich. Also alles gut eigentlich. Soweit. Da könnte man eigentlich den wegmachen, ne? Da könnte man echt den da wegmachen. Weil die Verbalists, die können ja hier über die Steinstraße auch da hochlaufen. Ist ja kein Ding. Ist ja jetzt nicht so der mega lange Umweg. Also weg damit. Drei Hops raus, die können da oben mit rein und dann geht's los. Immer noch ein Hühnchen. Bring's um. Geht doch. So, Kette. Oh, 7 Stück passen da immerhin hin. Ist okay. 2 haben wir schon. Oh. Sehen ja schon niedlich aus, ne? Sind das Männchen oder sind das Weibchen? Da ist kein Euter, ich würde sagen, das sind Männchen. Wie vermehren die sich dann?
mal doof gefragt, wie geht das dann? Gut, andererseits, hier sieht man auch keinen Hahn, wenn wir ehrlich sind. Das sind auch nur Hühner. Also, ne? Kein Hahn eben. Gut, bei denen ist auch kein Schafbock dabei. Die haben ja Hörner, wenn ich mich nicht täusche. Sind also weiblich. Ist also eher so eine lesbische Beziehung untereinander, glaube ich. Das soll jetzt nicht böse gemeint sein. Es ist einfach das, was ich sehe. Da ist nirgends ein Männchen mit dabei. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber es wird sich schon feststellen. Entschuldigung. Das Mikrofon verwirrt mich immer noch etwas, weil es jetzt so im Bild ist, weißt du? Also nicht im Monitor, sondern halt so im Augen, am unteren Rand von den Augen, vom Sehbereich, weißt du schon. Das ist ein bisschen merkwürdig teilweise. Aber nur so ein bisschen. Ich hoffe, ich muss niemals ein Horror-Let's Play machen, weil sonst kann es sein, dass das Mikro durch die Kante fliegt. Ja, nur weil ich mich so erschrecke und das Mikrofon umhaue. Oder wegschmeiße. Bin mir nicht sicher. Das kann man auch aus der Haltung rausmachen und man kann es benutzen, um es in der Hand zu halten halt. Naja, ne? Weißt Bescheid. Ja. So, Bilder, was, wie sieht's aus? Okay, ist being demolished. Ja, super. Freut mich. Was bauen die denn? Ach so, ja, richtig, die Hütte. Hm, okay. Wir haben wieder 500 Feuerholz, das ist okay. Ich hoffe, das hält sich noch so ein bisschen. Wir könnten vielleicht auch mal wieder die Mine anschmeißen. Also ein bisschen Eisen. Vielleicht auch eine Idee. Tatsächlich. Aus. Viere weg. Waren Viere. Genau. Kann ich die Uhr mitlaufen? Ja. Okay, wir sind noch im Rahmen. Alles gut. Ich muss mich ein bisschen ranhalten, weil ich noch was anderes aufnehmen muss. Und zwar State of Decay. Der zerfallende Staat, Stadt des Zerfalls. Also sowas in die Richtung, ne? Irgendwie sowas ist es, auf jeden Fall. Ja, das muss ich noch tun, ne? Von daher muss ich mich da jetzt hier so ein bisschen ranhalten. Also es werden keine 14 Minuten Folgen jetzt mal. Wahrscheinlich. Okay, wir haben mittlerweile 75 Erwachsene, das ist super. Wir können 15 Minuten schicken. Eigentlich könnte man noch mehr reinschicken, aber ich denke 15. Scheiß drauf. Mach mal 20. Ist mir egal. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Egal. Weiß ich schon. So, Freunde. Wie sieht's denn aus? Wir müssen noch ein bisschen was an den Feldern tun. Ne? Gerade, was ist denn hier los? Warum, Freunde? Warum? Das Zeug geht kaputt. Wir haben noch 5 Grad, Alter. Der Dreck geht doch kaputt. Und das ist Farmer, ne? Ja, das ist eine Arbeitsmoral, ey. Die sind ja so tüchtig wie der Bundestag. Entschuldigung. Ich meine, es gibt wahrscheinlich... Naja, also im Bundestag, ich weiß nicht. Es gibt im Bundestag auch Leute, die Bier trinken. Das, Alkohol während der Arbeit und so. Aber ist egal. Okay, 20 Locations, aber nur 14 eingestellt. Achso, ja, das sind voll Sinn, Leute. Okay. Warum ernten die dieses Scheißfeld nicht ab und gehen da unten Eisen und Stein schlagen? Das ist doch bescheuert, das ist doch. Das ist echt. Habt ihr schon was rausgeholt? 2 Eisen immer. Naja, zum Anfang. Ist ein Anfang. Ja, ich glaube, bei den restlichen Feldern passiert es nicht mehr so viel. Wir haben noch 1 Grad, das Zeug geht eh kaputt. Von daher, ja, traumhaft. Alter. Wir müssen da echt dringend über die Arbeitsmoral von unseren Leuten reden, wenn ich mal ehrlich bin. Ganz ehrlich, ich nehme mal doch wieder nur 15. Ja? Dass wir hier unten den Scheiß rauskriegen. Andererseits können wir da die Mine auch sein lassen, weil da unten liegt Eisen ohne Ende. Von daher. Scheißegal.
Achso. Achso, Entschuldigung, ich dachte, damit kann man zu den Locations gehen. So, 15. Wie viele Eisen haben sie rausgeholt? Oh, immerhin 6 Stück. Dafür, dass sie nur so kurz gearbeitet haben, 6 Stück, ist okay. Wir sollten aber lieber da runter gehen und hier noch ein bisschen was mitmachen. Hier liegt Eisen noch und nöcher. Also Eisenprobleme sollte man wahrscheinlich doch erstmal keine mehr haben. Gut, von daher würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir das Eisenfeld hier langsam so ein bisschen dezimieren können. Und was aus unseren Kühen wird. Ne? Weißt du Bescheid. Bis zur nächsten Folge. Ciao.